Okay, jetzt packen wir mal eines meiner aktuellen Lieblingsgeräte aus, der Moses 7. Alle Geräte kommen aus Korea, also alle guten Geräte kommen aus Korea. Die japanischen sind teuer und hässlich und veraltete Technik. Hier sieht man den Auslass. Dann sieht man hier Adapter, um es am Wasserhahn zu installieren, mit diesem Umschaltventil, das dabei ist. Auch so Dübel, um den Ionisierer aufzuhängen. Dann auch so Schlauchschellen, die braucht man aber in der Regel nicht. Und Dichtungen für das Wasserhahnteil. Und der pH-Indikator, das ist so eine rote Flüssigkeit. Die braucht man dann, wenn man dann den Ionisierer an das Wasser anhand des Durchflusses anpasst. Da hat man typischerweise immer so einen 1/4 Zoll Schlauch, das sind druckfeste Schläuche. Und der Moses 7 hat keine 1/4 Zoll Schlauchabwasser, sondern er hat einen so einen grauen, weichen, dicken Abwasserschlauch. Dann gibt es hier noch so ein Siebstück. Bevor es in den Ionisierer reingeht, könnte man den installieren, dass wenn mal Roststückchen oder so in den Ionisierer reingehen und vielleicht das Magnetventil blockieren könnten, hat man dann hier vorab schon ein Siebstückchen, das wiederum aber verstopfen kann. Der Filter filtert auf jeden Fall die Schadstoffe dann im Ionisierer raus. Und das ist noch so ein Ecksteckteil. Das ist dann um diese Steckteilsache dann schön ohne Fingernagel dann mit dem Werkzeug zu bedienen. Eine englische Bedienungsanleitung. Die deutsche ist sonst auch dabei. Die Geräte sind ohne Wasser im Gerät recht leicht, so um die 6,5 Kilogramm, je nach Elektrodenanzahl und ob sie mit SMPS und so weiter, ob sie ein Netztransformator oder SMPS. Man sieht hier die Anschlüsse, das ist das Abwasser, Anschluss, Stutzen, hier kommt das Frischwasser und hier sieht man schon das erste Mal diese Stecktechnik. In diesem Fall ist da kein Schlauch drin, sondern hier, ich drücke den Ring runter, ziehe das raus. Es ist eine Endkappe. Da kann kein Wasser aus dem Gerät rausfließen, weil die Geräte getestet werden, kann da schon mal sein, dass da ein paar Tropfen Wasser rausfließen. Das soll natürlich nicht in den Karton rein. Das heißt, Schläuche kommen hier rein und da der Abwasserschlauch, der weiße. Und sonst sieht man eben bei diesem Gerät hier, zack, wunderschönes Gerät. Hier hinten haben wir dann noch den Filter. Zack. Dann drückt man. Und schon ist der Filter in der Hand. Ja, man hört, da ist kein Wasser drin. Ungebraucht natürlich. Und das Wasser fließt von unten herein und kommt oben raus. Geht dann in die Elektrolysezelle im Gerät. Hier ist ein On-Off-Schalter. Hier ist noch eine Sicherung, die noch nie bei irgendeinem Ionisierer im Laufe der 10 Jahre kaputt gegangen war. Also keine Sorge wegen der Sicherung. Das kann man dann vorne im Menü, in den Menüeinstellungen resetten, den Filter, wenn man ihn gewechselt hat. Hier kommt dann der Auslass rein und da ist natürlich auch eine Schutzkappe. Die sollten Sie aufbewahren, falls Sie mal das Gerät uns zurücksenden möchten, sind diese Schutzkappen wichtig. Genau, ich tue die Schutzkappen wieder zurück, weil ich werde dieses Gerät nur am Strom anschließen. Ich habe schon, wie es installiert ist, Aufnahmen gemacht. Ich möchte es heute nur an Strom anschließen, weil ich möchte es nicht als gebraucht Ionisierer verkaufen müssen. Jetzt gehen wir mal rüber und ich zeige euch dann noch ein paar andere Geräte, was sich da so im Wasserraum im Laufe der Jahre gesammelt hat.